Donnerstag, 28. Juni 2018, 8.57 Uhr. Man weiß nicht, wer es vorausgeahnt haben mag, Joachim Löw selbst oder sein Vorgesetzter, DFB-Präsident Reinhard Grindel. Möglicherweise war es Cleverness von Löw oder Naivität von Grindel. Zumindest hat Deutschland jetzt eine Mannschaft, die erstmals bei einer WM in der Gruppenphase ausgeschieden ist, und einen Bundestrainer, der über einen erst vor 5 Wochen verlängerten Vertrag verfügt. Bis 2022 sind Löw und seine Assistenten an den DFB gebunden. Da ist es kein Wunder, dass der Präsident schon am Tag vor dem Ausscheiden gegen Südkorea klar gemacht hat, selbst bei einem Vorrundenaus bleibt Löw im Amt. Mit jeder anderen Aussage hätte sich Grindel schließlich selbst beschädigt. Ein so frühes Aus als Titelverteidiger, das setzt allerdings einen gewissen Automatismus in Gang, Vertragsverlängerung hin oder her. Löw hat in den Anfangsjahren viele Widerstände erfahren, auch beim Verband. Seit dem Weltmeistertitel vor 4 Jahren jedoch war er unumstritten, ein König im eigenen Reich. Diesen Nimbus hat er jäh verloren. Debatte über den Job ist unvermeidlich, die Debatte über seinen Job wird es unvermeidlich geben, und das ist auch normal. Zu groß war die Fallhöhe von Rio bis Kasan. Zu enttäuschend ist es, wenn man als Titelfavorit und Weltranglistenerster anreist und genauso früh nach Hause fährt wie Saudi-Arabien, Costa Rica und Panama. Plötzlich tauchen Namen auf, Arsène Wenger zum Beispiel. Mögliche Nachfolger für Löw, darüber hat man jahrelang nicht mal nachgedacht. Deutschlands Niederlage gegen Südkorea im Video. Löw selbst hat Fragen nach seiner Zukunft am Abend der Niederlage abgebügelt. Er brauche ein paar Stunden. Die Frage, ob er noch der Richtige für den Neuaufbau sei, sei schwierig zu beantworten. Löw hat auch nach dem Gewinn des WM-Titels lange gezögert, ob er seinen Job als Bundestrainer fortsetzt. Der Ehrgeiz, den Titel zu verteidigen, hat ihn schließlich dazu gebracht. Nun ist der Ehrgeiz, als entthronter Titelverteidiger wieder anzutreten, möglicherweise ein noch viel größerer Antrieb. Es allen zu zeigen, den Umbruch hinzubekommen, eine junge Mannschaft zu formen, wie er es 2010 gemacht hat. Beim Confed Cup im Vorjahr hat er gezeigt, dass er immer noch dazu fähig ist. Für die jungen Spieler, die 2017 antraten, war er allerdings auch der bewunderte Weltmeistertrainer. Jetzt ist er auch der in der Vorrunde gescheiterte WM-Coach. Historische Pleiten der DFB 11 Deutschland Südkorea 0.2, WM-Vorrunde, 27. Juni 2018, aus, vorbei. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die DFB 11 in der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Eine historische Pleite, die sich bereits beim Auftaktspiel des Turniers abzuzeichnen begann. Deutschland-Mexiko 0.1, WM-Vorrunde, 17. Juni 2018, bis zum Auftaktspiel der WM in Russland galt Bundestrainer Joachim Löw als der große Taktiker, der Turnier für Turnier den ersten Gegner eiskalt ausguckte und mit einem wunderbaren Spiel und Ergebnis in die folgenden Wochen startete. Bis die Mexikaner kamen und dem amtierenden Weltmeister eine empfindliche Niederlage zufügten. Mehrfach übertölpelten sie die deutsche Offensive. Nach 90 Minuten stand die erst zweite WM-Auftaktniederlage einer deutschen Mannschaft seit der ersten Teilnahme 1934 zu Buche. Deutschland-Ungarn 3.8, WM-Vorrunde,
20. Juni 1954, die erste große Blamage der deutschen WM-Geschichte war eigentlich gar keine. Aufgrund der Gruppenkonstellation schenkte Bundestrainer Sepp Herberger gegen die Ungarn ab und vertraute darauf, in einem Entscheidungsspiel gegen die punktgleichen Türken den Einzug ins Viertelfinale zu realisieren. Der Plan ging auf, 7:2 besiegte das deutsche Team die Türken, nachdem man sich gegen die Ungarn mit Ersatzspielern wie Heinrich Kwiatkowski, Paul Mebus, Alfred Pfaff und Richard Herrmann die höchste Niederlage der deutschen WM-Geschichte abholte. Zwei Wochen später traf man erneut auf die Ungarn und war nach dem 3:2-Sieg im Finale in Bern zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Deutschland-Jugoslawien 0:1, WM-Viertelfinale, 10. Juni 1962, nach dem Aus durch den Siegtreffer von Petr Radakowicz kam die schlechte Stimmung in der deutschen Mannschaft ans Tageslicht. Helmut Haller giftete gegen zahlreiche Hochradfahrer im deutschen Team, die Bundestrainer Sepp Herberger Honig ums Maul geschmiert hätten. Doch auch Herberger hatte Fehler gemacht, zu lange an formschwachen Spielern festgehalten, die falsche Strategie gewählt. Gegen die cleveren Jugoslawen musste unsere betonte Defensivtaktik schiefgehen, sagte Haller nach dem überraschenden Aus gegen einen Kontrahenten, den man bei den Turnieren 1954 und 1958 noch besiegt hatte. Der Riss zwischen Trainer und Team war nicht mehr zu kitten, ein halbes Dutzend Leistungsträger trat in den Nationalmannschaftsstreik und kehrte erst nach Herbergers Rücktritt 1964 wieder in die DFB-11 zurück. Albanien-Deutschland 0:0, EM-Qualifikation, 17. Dezember 1967, es herrschte Aufbruchstimmung im deutschen Fußball. Mit Vize-Weltmeistertitel und Europapokalsiegen von Borussia Dortmund und Bayern München im Rücken sollte die Qualifikation für die Fußball-EM 1968 ein Spaziergang werden. Letzte Mini-Hürde, das kleine Albanien. Das Hinspiel hatte man 6:0 gewonnen, in Tirana genügte ein Sieg zum ersten Gruppenplatz vor den Jugoslawen. Die besten Spieler verzichteten auf die Fahrt, gegen einen solchen Fußballzwerg sollte es doch auch so reichen. Tat es aber nicht. Mit dem 0:0 verpasste die DFB-11 zum ersten und einzigen Mal die Qualifikation für ein großes Turnier. Willi Schulz hatte die passende Erklärung, das Essen vor Ort, es gab kein Fleisch, nur Brot und Eier. Die Eier kamen aus einem Eierkombinat. Bundesrepublik Deutschland DDR 0:1, WM-Vorrunde, 22. Juni 1974, Heim-WM, deutsch-deutsches Duell, peinliche Niederlage. Das 0:1 im einzigen Länderspiel gegen die DDR entpuppte sich im Nachhinein sogar als glückliche Fügung. So entging die Auswahl der Bundesrepublik der schwierigeren Zwischenrundengruppe mit den Gegnern Argentinien, Brasilien und der Niederlande und kämpfte sich gegen Jugoslawien, Schweden und Polen ins Finale vor. Dass Deutschland 15 Tage nach der Blamage von Hamburg Weltmeister wurde, lag auch daran, dass sich das Team nach dem 0:1 ordentlich zoffte und mit einem neuen Zusammenhalt in die folgenden Partien ging. Für die DDR sollte es der letzte Sieg bei einer Weltmeisterschaft bleiben. Deutschland-Österreich 2:3, WM-Zwischenrunde, 21. Juni 1978, ein Alt-Nazi zu Besuch in der deutschen Unterkunft, Nationalspieler, die sich herablassend und ignorant gegenüber den Foltervorwürfen im Gastgeberland Argentinien äußerten. Die Blamage des deutschen Fußballs fand 1978 außerhalb des Spielfelds statt.
Auf dem Platz gab es dennoch historisch Schlechtes. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs konnten die Österreicher gegen den großen Nachbarn wieder gewinnen. Hans Krankl, Foto und Co. sorgten dafür, dass die Deutschen ebenfalls nach der Zwischenrunde nach Hause mussten. Es war das Ende der Ära Helmut Schön. Deutschland-Algerien 1:2, WM-Vorrunde, 16. Juni 1982, die Spieler hätten mich ausgelacht, wenn ich mit einer Videoanalyse angekommen wäre, sagte Bundestrainer Jupp Derwall nach der ersten Auftaktniederlage einer deutschen Mannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Der Europameister gegen den nordafrikanischen WM-Neuling, was sollte da schon schiefgehen? Alles. Rabah-Mathieu und Lakhdar Belhomi trafen für die Algerier, denen Torhüter Toni Schumacher vor der Partie 4-8 Tore einschenken wollte. Derwall hatte eigentlich angekündigt, bei einer Niederlage mit der Bahn nach Hause fahren zu wollen. Er blieb und erlebte mit dem Nicht-Angriffspakt gegen Österreich und dem Schumacher-Foul am Franzosen Patrick Battiston noch zwei weitere Tiefpunkte der deutschen Länderspielgeschichte. Spanien-Deutschland 1:0, EM-Vorrunde, 20. Juni 1984, bereits in der Qualifikation dauerte es bis 10 Minuten vor Abpfiff, bis der Kölner Gerd Strack mit dem 2:1 gegen Albanien überhaupt die Weichen Richtung EM in Frankreich stellte. Dort war dann bereits in der Vorrunde Schluss für den Titelverteidiger. Zwar hielt Toni Schumacher in der abschließenden Partie gegen Spanien in der ersten Hälfte einen Elfmeter von Francisco Carrasco, doch in der 89. Minute kam der K.O., ein Kopfball des spanischen Liberos Antonio Maceda brachte das 1:0, Bundestrainer Jupp Derwall musste gehen, Franz Beckenbauer übernahm als Teamchef. Deutschland-Bulgarien 1:2, WM-Viertelfinale, 10. Juli 1994, dreimal in Folge war die deutsche Mannschaft ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gelangt. Zur WM 1994 trat der amtierende Weltmeister auch noch verstärkt mit den besten Spielern der ehemaligen DDR an. Ein Team, das nach Meinung vieler Experten sogar stärker war als das 4 Jahre zuvor. Am Ende war im Viertelfinale Schluss, binnen weniger Minuten drehte Gegner Bulgarien die deutsche 1:0 Führung. Bertie Vogts und sein Team flogen nach Hause und folgten damit dem Mittelfeldstar Stefan Effenberg, der bereits nach seinem Mittelfinger in Richtung der deutschen Fans beim Vorrundenspiel gegen Südkorea seine Koffer packen durfte. Deutschland-Kroatien 0:3, WM-Viertelfinale, 4. Juli 1998. Zwei Jahre nach dem Viertelfinal aus 1994 gewann die DFB 11 in England den Europameistertitel und fuhr mit reichlich Selbstbewusstsein zur WM nach Frankreich. Dort sorgten deutsche Hooligans mit ihrem Angriff auf den Polizisten Daniel Nivelle für den Tiefpunkt des Turniers. Auf dem Platz endete die Ära Vogts mit einem 0:3 im Viertelfinale gegen Kroatien. Bereits im Achtelfinale setzte man sich nur dank des überragenden Torhüters Andreas Köpke durch, gegen die Kroaten war der Platzverweis für Christian Wörns der Anfang vom Ende. Robert Jarni, Goran Flahovic und davor Schuke läuteten mit ihren Treffern dunkle Jahre für den deutschen Fußball ein. Portugal-Deutschland 3:0, EM-Vorrunde, 20. Juni 2000, Sergio Conceição, dieser Name wird für ewig als Schreckgespenst durch die deutsche Fußballhistorie wabern.
Am dritten Vorrundenspieltag ging es für die DFB 11 gegen die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Portugiesen ums Weiterkommen. Doch die Partie gegen die B11 des Gruppensiegers wurde zum Albtraum. Conceição schoss alle drei Treffer beim deutschen Katastrophenkick. Nach nur einem erzielten Tor und einem errungenen Pünktchen musste das deutsche Team das Turnier verlassen. Die Amtszeit von Trainer Erich Rebeck endete kläglich, die große Karriere von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war im Alter von 39 Jahren mit seinem 150. Einsatz beendet. Tschechien-Deutschland 2:1, EM-Vorrunde, 23. Juni 2004, ein Unentschieden gegen die Niederlande und ein torloses Remis gegen den großen Außenseiter aus Lettland bereiteten den Weg zum großen deutschen Vorrunden-Showdown gegen die Tschechen. Diese traten, wie 4 Jahre zuvor die Portugiesen, als bereits qualifiziertes Team mit einer B11 an. Das war immer noch gut genug, um Rudi Völlers Mannschaft eine spektakuläre 1:2-Niederlage zu bescheren. Der Siegtreffer von Milan Baros beendete die Amtszeit Völlers. 2 Jahre vor der Heim-WM war die deutsche Nationalmannschaft am, immer noch tieferen, Tiefpunkt angekommen. Kritiker haben Oberwasser bekommen. Löw war auf dem Weg, zum ewigen Bundestrainer zu werden, möglicherweise wird er es ja auch tatsächlich noch. Einer, der nicht wegzudenken ist von den Pressekonferenzen bei Turnieren, inklusive Espresso-Tasse, der einfach dazugehört auf dem Trainingsplatz, stets ein wenig entrückt. Aber die Kritiker, die jahrelang still zu sein hatten, haben jetzt Oberwasser. Aus der Deckung weben sich auch die Wagen, denen die ganze Richtung nicht passt. Die Ausgedienten. Müller nach dem WM aus, es fühlt sich peinlich an. Grindel hat mit dem Vertrag bis 2022 ein Treuebekenntnis abgegeben, Löw könnte also nur selbst zurücktreten. In den nächsten Tagen wird sich das nicht entscheiden, vielleicht in Wochen, vielleicht erst in Monaten. Einen solchen Rückschlag wie den von Kasan hat Löw noch nicht erlebt, auch 2012 nicht, als alle nach dem Halbfinalaus von Warschau über Trainer und Team herfielen. All die Fragen, die damals in der Öffentlichkeit ventiliert wurden, sind jetzt auch wieder da. Wo sind die Führungsspieler? Warum singen nicht alle die Hymne mit? Es sind die Fragen, die auftauchen, wenn es nicht läuft. Es sind die Stammtischfragen. Ist Löw beim Thema Özil eingeknickt? Der Stammtisch, das ist wahrlich nicht Löws Welt. Den Bundestrainer zeichnete aus, dass er daran festhielt, was er allein für richtig erachtete, selbst wenn er dabei die Öffentlichkeit vor den Kopf stieß. Miroslav Klose, Lukas Podolski, immer und immer wieder, auch wenn die halbe Welt nur noch den Kopf schüttelte. Dass er immer noch so ist, bewies er, als er Leroy Sané, den Himmelsstürmer aus der Premier League, einfach nicht mit nach Russland nahm. Vom Erdogan-Gate zur Südkorea-Pleite 14. Mai, einen Tag vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders sorgen die Fotos von Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Vorabend in London für Aufregung. Der DFB verurteilt die Aktion der Nationalspieler scharf. 15 Mai, auch bei der Nominierung im Deutschen Fußballmuseum sind die Erdogan-Fotos noch Thema. Der DFB will aber andere Nachrichten transportieren. Die Verträge von Bundestrainer Joachim Löw und seinem Stab werden bis 2022 verlängert.
Teammanager Oliver Bierhoff bekommt einen Kontrakt bis 2024. Sportlich wichtig, Löw nominiert den lange verletzten Torwart Manuel Neuer in sein 27-Spieler-Aufgebot. Nicht dabei ist der Finaltorschütze von 2014, Mario Götze. 19. Mai, kurz vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt berichtet der DFB von einem Treffen von Özil und Gündoğan mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Der Fauxpas des Duos bekommt immer größere Bedeutung. Sportlich alarmierend, die Bayern-Profis um Mats Hummels präsentieren sich bei der Niederlage gegen die Eintracht in schwacher Form. 23. Mai, Löw startet in Eppan in Südtirol ins Trainingslager. Noch fehlen mehrere Akteure aus München und Champions League-Sieger Toni Kroos. Das Erdogan-Thema ist immer noch nicht vom Tisch. Özil will sich nicht dazu äußern. Das Comeback von Neuer zeichnet sich ab. Der Torwart kann beschwerdefrei trainieren. 2. Juni, im vorletzten Test gibt es eine herbe Pleite. Das 1:2 in Klagenfurt ist die erste Niederlage gegen Österreich seit fast 32 Jahren. Die DFB 11 spielt schlecht, das überstrahlt das gelungene Neuer Comeback. 3. Juni, die Kanzlerin kommt zu Besuch ins Trainingslager. Angela Merkel spricht auch mit Özil und Gündoğan. 4. Juni, Löw überrascht wieder einmal mit seiner Personalpolitik. Für den finalen WM-Kader wird neben Bernd Leno, Jonathan Tah und Nils Petersen auch Leroy Sané gestrichen. Das sorgt für Kritik. 8. Juni, Deutschland ist noch nicht in WM-Form. Gegen Saudi-Arabien reicht es in Leverkusen nur zu einem glücklichen 2:1. Viele Fans pfeifen Gündoğan aus. Der DFB wird das Problem nicht los. Bierhoff reagiert gereizt und beschuldigt die Medien, das Thema aufzubauschen. 12. Juni, die DFB-Auswahl hebt nach Moskau ab. Das Wetter in Frankfurt war bezeichnend, heftiger Regen. Nach dem Einzug ins Teamquartier in Watudinky wird über den Sportschulencharakter der Unterkunft diskutiert. Fühlen sich die Weltmeister in der Moskauer Vorstadt wirklich wohl? 17. Juni, der krasse Fehlstart. Von Mexiko wird Deutschlands taktische Schwäche beim 0:1 entlarvt. Mats Hummels äußert klare Kritik, die Risse im Mannschaftsgefüge vermuten lassen. Löw kann sich einen Vorrunden-K.O. nicht vorstellen und verspricht, wir werden das schaffen. 18. Juni, die DFB 11 zieht sich in Watutinky zurück. Einen Tag ist im Teamquartier innere Klausur angesagt. 19. Juni, es geht nach Sochi. In der Sonne am Schwarzen Meer, dem Camp beim Confed Cup-Sieg, soll der Stimmungsumschwung gelingen. 23. Juni, Deutschland steht gegen Schweden praktisch schon vor dem Turnier aus. Doch dann schlägt Toni Kroos in der 95. Minute zu. Das 2:1 bringt realistische Hoffnungen auf die Turnierfortsetzung in Russland. 27. Juni, das Ende. Nach einer blamablen Vorstellung gegen Südkorea ist das erste deutsche Scheitern in einer WM-Gruppenphase besiegelt. Löw übernimmt die Verantwortung, entschuldigt sich bei den Fans und bittet um Bedenkzeit, ob er Bundestrainer bleibt. Als er dagegen im zweiten WM-Spiel Mesut Özil, seinen Lieblingsspieler, aus der Mannschaft nahm, war er ein neuer Löw. Özil hatte seit Wochen unter medialem Druck gestanden, es ging längst nicht mehr nur um die Erdogan-Affäre. Viele hatten erwartet,
dass der Bundestrainer gerade deswegen zu ihm stehen würde. Das hat er nicht getan. Löw wirkte plötzlich wie einer, der einknickt. Vor 5 Wochen, als Grindel bei der Kadernominierung die Verlängerung der Verträge mit Löw und dessen Trainerstab bekannt gab, war es noch undenkbar, dass man über diesen Coach diskutieren würde. Aber es war auch undenkbar, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Alles ist seit diesem Mittwoch von Kasan ungewiss beim DFB, und die Zukunft von Joachim Löw ist es auch.